Hallo und willkommen zu einer neuen kleinen Episode in der technischen Mechanik. Heute mal zu einem Thema resultierende Kraft. Wir erinnern uns, eine resultierende Kraft ist gedanklich eine Zusammenfassung von vielen einzelnen Kräften. Das heißt, anstatt 10 Kräfte reicht mir eine Kraft, die genau die Wirkung dieser 10 Kräfte beschreibt. Dazu gehen wir einmal einen Schritt zurück und schauen uns an, eine resultierende Kraft in einem sogenannten zentralen Kräftesystem. Hier sei ein Knotenblech, vielleicht an einer Brücke, mit 3 angeschweißten Stäben. An den Stäben kann ich ziehen oder drücken. Und wenn ich mir das anschaue, die Wirklinie läuft jeweils genau durch den Stab. Und alle 3 Wirklinien von diesen 3 Stäben schneiden sich in genau einen Punkt. Das ist charakteristisch für ein zentrales Kräftesystem. Wenn ich von diesen 3 Kräften die resultierende Kraft wissen möchte, dann geht das relativ einfach. Eine Kraft ist jeweils beschrieben durch eine Wirklinie, die die Ausrichtung angibt, dann den Betrag und noch exakt die Richtung. Das heißt, für die resultierende Kraft hier, nummeriere ich sie durch, 1, 2, 3, reicht mir eine einfache Vektoraddition, das heißt meine Kraft 1 plus meine Kraft 2 plus meine Kraft 3 und die resultierende Kraft ist die Größe, die geht vom Anfang der ersten Kraft zum Ende der letzten Kraft. Das beschreibt mir jetzt meine resultierende Kraft im Betrag und in der Richtung. Und wenn ich wissen möchte, wo greift diese resultierende Kraft an, jetzt in diesem Knotenblech, dann weiß ich, wenn alle Wirklinien durch einen Punkt gehen, muss auch die resultierende mit ihrer Wirklinie durch diesen Punkt gehen. Ich kann also zurücktransformieren und sage, die Wirklinie, die resultierende liegt auf dieser Wirklinie. Diese Wirklinie geht durch den gemeinsamen Schnittpunkt. Das funktioniert bei einem zentralen Kräftesystem. Bei einem allgemeinen Kräftesystem sieht es ein klein wenig anders aus. Hier stellen wir uns vor, wir haben ein Auto und das hat sich im linken vorderen Rad festgefahren, vielleicht in der Schneewehe oder in der Mulde, und wir möchten das jetzt raus bewegen. Und jetzt finden wir ein paar Helfer. Der erste, der Fahrer, der schiebt hier. Dann haben wir einen Helfer, der schiebt hinten an der Stoßstange. Und ein dritter, der schiebt noch hier hinten. Und jetzt können wir uns ja vorstellen, wenn die resultierende unterhalb von diesem Drehpunkt liegt und offensichtlich nach rechts zeigt, also wenn sie irgendwo hier läge, dann würde sich das Fahrzeug gegen den Uhrzeigersinn drehen. Wenn diese resultierende oberhalb liegt, würde sich das Fahrzeug im Uhrzeigersinn um das festgefahrene Vorderrad drehen. Also es ist nicht nur wichtig zu wissen, wie groß ist der Betrag und die Richtung der resultierenden, sondern auch die Lage relativ jetzt in diesem Fahrzeug. Und dass es ein allgemeines Kräftesystem ist, das erkennen wir daran, wenn wir die Wirklinien aufzeichnen. Das ist die Wirklinie der Kraft 2. Das ist die Wirklinie der Kraft 1. Die schneiden sich in diesem Punkt. Und die Wirklinie der Kraft 3. Da sehen wir schon, wir haben nicht einen gemeinsamen Schnittpunkt, sondern wir haben mehrere Punkte. Das ist das, was unser allgemeines Kräftesystem charakterisiert. Und was wir jetzt herausfinden möchten, ist in einem allgemeinen Kräftesystem den Betrag der resultierenden, also die Länge dieses Vektors, die Richtung dieser resultierenden, wie hier nach rechts unten, und die Lage. Und dazu werde ich gleich 2 Möglichkeiten zeigen, wie man das Ganze grafisch erledigen kann. Die erste Möglichkeit
an diesem Fahrzeug erklärt. Die zweite Möglichkeit dann an einem Beispiel eines Krans erklärt. Greifen wir uns jetzt mal das erste Beispiel heraus. Wie gesagt, hier das Fahrzeug. Ich habe drei Kräfte. Die erste Kraft haben mal drei Einheiten als Kraftgröße, die zweite Kraft zwei Einheiten und die dritte Kraft etwa eineinhalb Krafteinheiten. Und wir suchen ja die resultierende Kraft im Betrag der Richtung und der Lage. Und ein mögliches Verfahren ist, dass wir diese drei Kräfte in dem offensichtlich allgemeinen Kräftesystem zurückführen auf jeweils zwei Kräfte, die ein zentrales Kräftesystem bilden. Das heißt, wir machen so etwas wie ein Parallelogrammverfahren. Wir fassen Kraft 1 und Kraft 2 zusammen und bilden daraus unsere Teilresultierende. Das ist die wirkliche Kraft 2. Die wirkliche Kraft 1, die schneiden sich in diesem Punkt. Und wenn wir zurückgehen in unseren Gedanken, dann wissen wir, wenn ich zwei Kräfte habe, Kraft 1 und Kraft 2, dann kann ich deren Resultierende beschreiben durch die Diagonale in diesem Kräfteparallelogramm. Das heißt, das hier wäre die resultierende Kraft aus der Kraft 1 und Kraft 2. Und ich sehe, dass die resultierende mit ihrer Wertlinie genau mit dem einen Schnittpunkt der Kraft 1 und der Kraft 2 zusammenfällt. Also wenn ich diese Wertlinie nehme, Wertlinie von 1, Wertlinie von 2, die Kraft 1 verschiebe ich auf der Wertlinie nach unten, trage sie hier ein. Die Kraft 2 schiebe ich auf der Wirklinie nach rechts und trage sie hier ein. 1, 2. Und jetzt bilde ich die resultierende aus diesen zwei Kräften mit meinem Kräfteparallelogramm und sage, diese Kraft hier, das ist meine resultierende aus den ersten zwei Kräften. Gleichzeitig kann ich hier noch die Wirklinie einzeichnen. Jetzt im zweiten Schritt nehme ich meine Kraft 3 und führe jetzt die resultierende der Kraft 1 und 2 und die Kraft 3 zusammen. Kraft 3 liegt auf dieser Wirklinie. Schneidet die resultierende Wirklinie in diesen Punkt. Jetzt schiebe ich die Kraft 3 wieder hoch, Länge 1,5 Krafteinheiten, also etwas zu viel. Und die resultierende Kraft schiebe ich jetzt auch zurück in diesen Schnittpunkt. Geht dann etwas drüber hinaus bis hier. Bilde wiederum jetzt das Kräfteparallelogramm aus Kraft 3 und der resultierenden aus 1 und 2. Und die Diagonale in diesem Kräfteparallelogramm ist die resultierende aus 3 und der Teilresultierenden 1, 2. Da ich nicht mehr Kräfte habe, ist das jetzt meine Gesamtresultierende. Die Vektorlänge gibt mir den Betrag an dieser Gesamtresultierenden. Die Richtung leicht nach schräg unten geneigt und die Lage etwas unterhalb von dem linken Vorderrad. Das heißt, diese drei Kräfte angesetzt haben genau die gleiche Wirkung wie diese eine Kraft. Und wir sehen schon, bezogen auf das linke Vorderrad, die Kraft unterhalb wirkt nach rechts. Das heißt, das ganze Fahrzeug würde sich irgendwie hier gegen den Uhrzeigersinn um das linke Vorderrad drehen. Das ist eine Möglichkeit der Ermittlung einer Gesamtresultierenden in einem allgemeinen Kräftesystem.
Es ist vielleicht ein bisschen viel Zeichnerei und man sieht schon, man kommt ein klein bisschen durcheinander. Ein gravierender Nachteil von diesem System wäre, wenn wir eine andere Aufgabenstellung haben, wie zum Beispiel einen Kran. Wir nehmen hier unseren Kran mit dem Turm, der steht auf einer Plattform. Hinten ist ein Kontergewicht und vorne hängt eine Last dran. Und jetzt möchten wir wissen, wo liegt diese Gesamtresultierende? Wir haben einmal die Gewichtskraft von der Last, dann habe ich den vorderen Ausleger mit einer gewissen Gewichtskraft, den hinteren Ausleger mit einer Gewichtskraft, das Kontergewicht und den Kranturm selber. Und jetzt macht es ja einen Unterschied, ob die Gesamtresultierende links von meiner Standfläche liegt. Denn wenn die Gesamtresultierende zum Beispiel hier liegt, dann würde meine Auflagerkräfte beide positiv wirken, nach oben. Das heißt, beide müssen den Kranfuß hochdrücken, sprich der Kran drückt auf beide Punkte drauf, er bleibt also stehen. Wenn die Resultierende hier links läge, dann würde das bedeuten, wenn ich das Momentengleichgewicht bilde, diese linke Auflagerkraft zeigt nach oben, allerdings muss diese rechte Auflagerkraft negativ nach unten zeigen. Wenn der Kran aber bloß auf dem Boden steht, würde das bedeuten, diese Kraft geht auf Null, der Kran kippt. Insofern ist es wichtig zu wissen, nicht bloß wie groß ist die Resultierende, wohin zeigt sie, sondern auch wo liegt sie. Der Nachteil jetzt von diesem System, wenn wir das versuchen mit unserem Kräfteparallelogrammsystem, wie wir es dort gemacht haben, ganz gleich welche Kombination ich nehme, mit parallelen Kräften kann ich kein Parallelogramm bilden. Ohne Parallelogramm keine Teilresultierenden, ohne Teilresultierende keine Gesamtresultierende. Für den Zweck bietet sich dann an, ein anderes Verfahren zu wählen und das ist das sogenannte Seidel-Verfahren. Und wie dieses Seidel-Verfahren funktioniert, das zeige ich gleich anschließend. Hier jetzt unser Beispiel zu der Ermittlung einer Gesamtresultierenden in einem allgemeinen Kräftesystem am Beispiel dieses Krans. Ich habe den Kran etwas vereinfacht. Ich habe den Ausleger mit der resultierenden Gewichtskraft im Schwerpunkt angreifend FA genannt, dann hinten ein Kontergewicht FK genannt, dann der ganze Turm, den beschreibe ich durch die Kraft FT und dann unsere Last, die da dran hängt mit dem Gewicht und der Gewichtskraft FG. Das ist unser Lageplan, den benötigen wir nachher, um die Lage der Resultierenden, also irgendwo hier zwischen FG und FK zu ermitteln. Dieser Lageplan muss natürlich maßstäblich gezeichnet sein, also Längen- und Winkelgetreu. Und bevor wir jetzt mit dem Seidel-Verfahren starten, machen wir wieder eine kleine Exkursion. Und zwar denken wir uns mal eine beliebige Kraft, das sei hier zum Beispiel die Kraft FG. Und wir beschreiben diese Kraft einmal gedanklich durch eine andere Kraftpaarkombination. Wir könnten sagen, FG sei mal die resultierende von einer Kraft, nennen Sie mal F1 und einer Kraft F2. Da sage ich auf jeden Fall nichts Falsches, denn F1 und F2, entweder im Kräftezug oder im Kräfteparallelogramm zusammengebracht, gibt mir wieder FG. Wenn man es überprüfen möchte, ich nehme F2, setze die auch hier in diesem Punkt an, bilde mein
Parallelogramm. Und da sehe ich schon, Fg ist die resultierende im Kräfteparallelogramm. Die Wirklinie der resultierenden geht durch den Schnittpunkt dieser beiden Kräfte F1 und F2. Natürlich, das ist bloß eine von unendlich vielen Möglichkeiten. Eine andere Möglichkeit wäre beispielsweise diese hier. Eine dritte Möglichkeit wäre jene hier. Also ich kann Fg, wenn ich möchte, durch unendlich viele Kombinationen von zwei anderen Kräften beschreiben. Das müssen wir gleich im Hinterkopf behalten, wenn wir mit unserem Seileck beginnen. Genau das gleiche könnte ich natürlich auch machen für meine Kräfte Fa, Ft und Fk. Jede Kraft für sich kann ich beschreiben, zum Beispiel durch zwei Kräfte, die ein eigenes kleines zentrales Kräftesystem bilden. Und jetzt starten wir mal mit unserem Seileck-Verfahren, indem wir erstmal einen Kräfteplan zeichnen. Der Kräfteplan ist nichts anderes als eine Addition von unseren einzelnen Kräften. Ich fange mal links an und gehe nach rechts rüber. Ich habe hier also meine Kraft Fg, dann die Kraft Fa, die Turmkraft Ft und dann eine etwas größere Kraft vom Kontergewicht Fk. Und wir wissen, die Summe aller dieser Kräfte, jetzt einfach über die Vektoraddition, ergibt die resultierende. Resultierende geht vom Anfang des ersten Kraftvektors zum Ende des letzten. Und das ist meine resultierende Kraft. Und jetzt starte ich mal mit meiner eigentlich erstmal willkürlichen Kräftezerlegung. Ich greife mir irgendwo einen Punkt raus, hier, und den nenne ich Polpunkt. Ich habe ihn ein bisschen so gewählt, dass das Ganze nachher ein schönes, nicht zu verzerrtes Dreieck gibt. Und jetzt sage ich Folgendes. Meine Kraft Fg, hatte ich ja soeben gesehen, kann ich darstellen als die Kombination von zwei anderen Kräften. Diese Kraft nenne ich mal Strahlenkraft und nummeriere sie durch, S0, und das ist meine Strahlenkraft F1, weil sie wie von einem Pol aus wegstrahlen. Also Fg ist letztendlich die Summe aus S0 und S1. Ich weiß auch, dass die Wirklinie von Fg fällt zusammen mit dem Schnittpunkt von S0 und S1. Das ist das, was wir gerade hatten. Zwei Kräfte, davon das Kräfteparallelogramm gebildet. Die resultierende ist die Diagonale in diesem Kräfteparallelogramm. Schneiden sich alle in einem Punkt. Das gleiche mache ich jetzt mit einer Kraftkombination, dass ich Fa ausdrücke durch eine Kraft vom Anfang von Fa zum Pol hin. Wenn die Kraft vom Pol zum Ende vom Fg Strahl S1 genannt wird, ist das hier jetzt minus S1 gleich groß plus entgegengesetzt und meiner Strahlenkraft S2. Auch da könnte ich wieder sagen, die Wirklinien von S1 und S2 schneiden sich zusammen mit der Wirklinie von Fa. Und so mache ich jetzt weiter mit der Kraft Ft. Das gibt also S3 minus S2 und minus S3 plus S4.
Das sieht jetzt erstmal nicht wirklich vereinfacht aus, wenn wir uns aber mal das Gesamtbild anschauen. Wir haben jetzt hier eine Vielzahl von Kräften, also aus vier Kräften haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gemacht. Und wir wissen aber, dass die Summe von Fg, Fa, Ft und Fk gibt meine resultierende, aber ebenso die Summe von S0 plus S4 oder wenn ich sogar möchte S0 plus S1 minus S1 plus S2 minus S2 plus S3 minus S3 plus S4 ergibt auch Fr. Also das werden wir uns dann ganz zum Schluss zu Hilfe machen. So, jetzt haben wir einen Lageplan und wir haben einen Kräfteplan mit einem erstmal willkürlich gewählten Pol. Ich könnte ihn auch links hinsetzen und ein bisschen weiter unten, aber man versucht immer dieses Dreieck einigermaßen gerade oder einigermaßen schön proportioniert hinzubringen. Und jetzt beginnen wir mit der eigentlichen Konstruktion. Wir starten mal bei der Gewichtskraft Fg und sagen, die Wirklinie von S0, S1 und Fg schneiden sich in einem Punkt. Ich kenne hier die Wirklinie von Fg. Ich kenne die Richtung von der Strahlkraft S0 und S1, aber ich habe hier noch keinen Punkt drauf. Also lege ich den erstmal willkürlich fest. Der hier gefällt mir gerade ganz gut. Ich sage, das ist mein erster frei festgelegter Schnittpunkt. Ich könnte es auch da unten machen, dann ist die Tafel zu kurz, oder da oben drin, dann ist das alles in meinem Kran drin. Also ich ziehe es mal ein kleines bisschen runter. So, und jetzt trage ich dort über eine Parallelverschiebung die Richtung der Wirklinie von S0 ein. Und nummeriere sie durch. Das ist meine Wirklinie S0. Mal schauen, ob das einigermaßen stimmt. Ebenso das Ganze mit der Wirklinie S1. Die verläuft ein bisschen flacher. Das war mein erstes kleines zentrales Kräftesystem. Jetzt gehe ich zum nächsten kleinen zentralen Kräftesystem, nämlich mit der Wirklinie oder der Kraft S1, S2 und Fa. Auch da sage ich, die drei Wirklinien von 1, 2 und Fa schneiden sich in einen Punkt. Die Wirklinie von Fa, die kenne ich. Die Wirklinie meines Strahls S1 habe ich gerade ermittelt. Der liegt hier. Das heißt, durch diesen Schnittpunkt muss auch mal die Wirklinie meines Strahls S2 verlaufen. Also zeichne ich mal hier S2. Das ist die Wirklinie meines Strahls 2. Das war das zweite kleine Kräftesystem. Jetzt greife ich mir das dritte Kräftesystem aus. Die Wirklinie von S2 und unserer Turmgewichtskraft Ft schneidet sich. Wirklinie vom Turm ist hier, von 2 ist dort. Durch diesen Schnittpunkt muss aber auch mein Strahl mit der Strahlenkraft S3 verlaufen. Also auch wieder parallel verschoben dorthin. Das ist der Strahl 3. Jetzt bleibt noch das letzte, das vierte kleine Kräftesystem übrig. Kontergewichtskraft, Strahl 3 und Strahl 4 bilden wieder ein kleines zentrales Kräftesystem. Kontergewicht habe ich hier. Hier ist der Schnittpunkt. Durch diesen Schnittpunkt muss ebenso meine Strahlkraft S4 verlaufen. So, und was jetzt noch fehlt, ist die Zusammenfassung. Wir suchen ja die resultierende Kraft in Betrag, Richtung und Lage. Betrag bekamen wir gleich aus unserem Kräfteplan, einfach die Summe von unseren vier Kräften. Richtung bekamen wir auch aus dem Kräfteplan. Was uns fehlte, war noch die Lage.
Und für die Lage sagen wir, meine resultierende Kraft, dessen Wirklinie liegt auf dem Schnittpunkt von Strahl 0 und Strahl 4. Strahl 0 hatte ich ganz zu Anfang. Ich hoffe, das Beispiel hat geholfen, um das Seileck-Verfahren ein wenig zu erläutern. Bei mehr Kraften wird es etwas unübersichtlicher, aber letztendlich, wir arbeiten immer nur mit Wirklinien bis ganz zum Schluss. Aus dem Kräfteplan bekommen wir Betrag und Richtung der Resultierenden, aus dem ganzen Rest der Konstruktion die Lage der Resultierenden. Und der Vorteil vom Seileck-Verfahren ist, dass ich es auch mit rein parallelen Kräften machen kann, was bei einem Parallelogrammverfahren eben nicht geht.